Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe des Artenforums live aus der Altmark. Es geht heute um die Fische, die artenreichste Gruppe unter den Wirbeltieren seit über 400 Millionen Jahren, wahrscheinlich schon auf unserer Erde, mit unheimlichen Anpassungen und fantastischen Biologien. Wir wollen heute über die Fische reden, die in der Jeetze vorkommen, also im Jeetze-System. Da schließen wir so die Zuflüsse auch mit ein. Und ich habe zwei Experten eingeladen, die sich da besonders gut auskennen. Das ist zum einen Herr Steffen Zahn. Er ist gelernter Fischer, arbeitet im Institut für Binnenfischerei, ist dort zuständig für den Bereich als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Fisch- und Gewässerökologie. Und freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Ja, und dann haben wir Hans-Joachim Richter aus Betzendorf. Er ist eigentlich vom Beruf aus mehr im medizinischen Bereich, war Augenoptiker und Medizinpädagoge, hat aber ein Studium der Limnologie und Ichthyologie, das ist also übrigens die Wissenschaft der Fischkunde, ne, wenn ich richtig liege, und hat sich also intensiv auch in seiner Zeit auch als Angler nebenher mit der Jeetze beschäftigt. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Was machen Sie im Institut für Binnenfischerei? Na? Ja, wir sind seit 1922 dort am Jägerhof am Saarburger See als Fischereiforschungseinrichtung tätig und anfänglich war das ein Ausbildungsbereich gewesen für die Binnenfischer in Deutschland und dann zu DDR-Zeiten hatte sich dann diese Zweigstelle des Berliner Institutes dann auf die Fragen der Fangtechnik, Fischereitechnik bis hin zur geschlossenen Kreislauftechnik zur Aufzucht von Fischen spezialisiert gehabt. Ja, und dann nach der Wende 92 mussten wir uns ein neues Arbeitsfeld suchen und sind seitdem mehr Ländereinrichtungen, die Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt, für die angewandte Fischereiforschung. Wir haben sehr schön ausgestattete Laborräume zur Verfügung. Wir haben eine moderne Kreislaufanlage, in der wir jetzt wirklich mit neuesten Technologien auch verschiedenste Verfahren der Fischaufzucht tätigen können. Wir tätigen auch die Hochschulausbildung an der Humboldt-Universität und befassen uns natürlich in den einzelnen Arbeitsbereichen. Wir sind insgesamt vier Fachbereiche mit den verschiedensten Themen der Fischereiforschung. Zum einen mit der Fluss- und Seenfischerei, wo es schwerpunktmäßig um die Unterstützung der Aalbestände hier in Deutschland geht. Zum anderen aber auch in meinem Arbeitsbereich um die Wiederansiedlung von Lachsen und Meerforellen, was wir seit 1999 schon betreiben in Brandenburg und seit 2009 hier in Sachsen-Anhalt. Aber auch Untersuchungen von Fischbeständen in Flüssen und Seen oder auch die Frage von Fischwanderhilfen, wie man die letztendlich konzeptionell gestalten kann, wie man sie kontrolliert und ob die dann auch funktionieren, wenn sie dann errichtet worden sind. Ja, und dann gibt es den Bereich, hier sehen wir nochmal ein paar Bilder, gerade junge Zander, wo wir gerade dabei sind, unserer neuen Anlage eine Technologie zu entwickeln im Bereich der Aquakultur, um eben den Bedarf an Zandern notfalls auch mit künstlichen Mitteln zu decken. Mhm. Ne? Und das ist also der ganze Bereich Aquakultur, Forellenrinnenanlagen, Karpfenteichwirtschaften, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen-Anhalt oder auch in Sachsen. Und noch ein weiteres Thema, das sind dann die ganze Bewirtschaftung der Tagebaurestgewässer. Unsere Jeetze, vielleicht können Sie mal kurz sagen, was die Jeetze ausmacht, wie sie früher gestaltet war. Was ist passiert in den letzten Jahren mit der Jeetze? Ja, das waren so etwa vor 850 Jahren mit der Einführung des Mühlenrades, also der Wasserantrieb. Da sagte man, dass eine Familie, so sagen die Historiker, die käme aus Holland, aus Geldern. Ein anderer Historiker meinte, nein, die kommen aus Holstein, aus der Marsch. So, und wenn wir diese Begriffe hören, dann geht uns ein Licht auf und sagen, die Leute verstehen was von Wasser, Wasserbau, so wie man das ja heute noch in Holland sieht. Und die haben nicht nur Mühlen gebaut, die haben auch viel Staue, ne, errichtet. Ja, die haben ja nicht nur Dämme gebaut, sondern Stauen, Wehre, Pumpwerke schon zur frühesten Zeit.
Also sie kannten sich aus und später hat ja auch Friedrich II. Diese Leute ins Oderbruch geholt, im Fleming zur Entwässerung, im Drömling. Nicht? Also die Fachwelt war groß damals, nicht? Die hier ankamen. Aber wir kommen in das Jeetze-System zurück. Diese Leute haben einfach das Wasserrad genommen und haben der Bevölkerung somit einen Segen in puncto Arbeit und Brot verliehen. Wir sprechen hier von dem Geschlecht von der Schulenburg, die damals, wie Sie schon mal erwähnt haben, in Stappenbeck angekommen sind, auf Umwegen. Da die Burg verfallen ist, sind sie nach Betzendorf gekommen und haben sich dort festgesetzt und ausgezogen sind die von Kröchern, diese Familie. Und das war nun der Stammsitz und der befasste sich in erster Linie mit der Familienpolitik, dann mit der Politik als solches, sowie Wirtschaft und nicht zuletzt Wasserfragen. Ja, das brachte natürlich vielen Leuten Geld ein, so wie man heute auch die Abwanderung aus den Ortschaften sieht. Alles geht in die Großstädte, da wäre was zu machen. Und so sind hier auch entstanden die Wüstungen, die vielen. Die alten Leute sind dort geblieben, die Häuser sind zerfallen, die Dörfer sind weg, darüber gibt es auch Ihr Namenskollege Herr Zahn von 1909 hat da eine ganz interessante Schrift gebracht, wie die Leute ausgesiedelt sind und sind da, wo überall Wassermühlen waren, haben die Arbeit gefunden. Aber es gab auch mal eine Zeit später, wo das durchs menschliche Tun sich ins Negative verkehrt hat. Das war zum Beispiel, was Sie jetzt meinen, das war ungefähr ab 1780. Bis ungefähr 1820. Da stand ganz groß im Kurs Flachsanbau. Denn die Majestäten, die pochten darauf dringend, sie brauchten Segeltuch, noch und nöcher. Und auch Drillichzeug steht drin in den Schriften. Denn man wollte die Flotte erweitern, die Handels- als auch die Kriegsflotte, früher mal. Und dieser Flachs, der muss ja fermentiert werden. Nach der Ernte wird er ausgedroschen und die Garben, die übrig blieben, die kamen entweder, wer Teiche hatte am Ort, Dorfteich, da haben die Garben reingelegt und dann musste der Naturfermentierung durchmachen, also ein fäulendes Prozess. Und dadurch röten der Ausdruck, da färbte sich das Wasser rot, es war giftig. Und darum hat in den Dorfteichen nie was anderes funktioniert. Ja. Und wer eben keinen Dorfteich hatte, der hatte das in die Jeetze und in Tangischen Bach und überall ausgelegt. So und so und so viele Tage, das wurde geprüft, dann kamen die Garben raus. Zwischenzeitlich hat der Dorfschulze, heute Bürgermeister genannt, es darf nicht gebraut werden. Es darf nicht gebadet werden, das gibt Hautentzündung. Und es steht weiter drin in der Schrift, dass 60% der Fischwelt ausgestorben ist. Es hat lange gebraucht. Und die ersten richtigen Meldungen, dass es wieder aufwärts gegangen ist, kam denn 1838 F. Helms aus Lüchow. Wir verehren den Mann, weil er der Einzige und der Erste war, der sich über das Jeetze-System hermachte und die Fischartenzählung durchgeführt hat. Und wir haben das genannt nachher, weil es keine Überschrift gab, die Nomenklatura Ichthyologica Jeetzenensis / Helms 1838. Ja. So, und diesen Text habe ich ja dann auch noch für Vorträge umgearbeitet in Bildform. Das haben Sie ja mal gesehen, wie ich das gemacht habe. Ja, soweit, so schön. Gut, und dann kam die DDR-Zeit. Dort wurde das also auch nochmal eine scharfe Zensur. Ja, und ich muss noch mal betonen, unter Hitler wurden von Ost nach West, von Nord nach Süd
sämtliche Gewässer im Großdeutschen Reich noch mal, sagen wir mal, restauriert. Denn er steuerte ja auf den Krieg zu. Das hat er ja nicht aus Liebelei gemacht. Mhm. Und dabei hatte er bedacht, dass nämlich die Hochseefischer und die Küstenfischer, die konnten ja nicht mehr rausfahren. Die wären ja bei einem Seekrieg mit Untergang. Mhm. Die kämen ja nicht mehr nach Hause. Also musste er dafür sorgen, dass genügend Süßwasserfisch im Großdeutschen Reich vorhanden war, im Angebot. Und da kann ich mich als Kind erinnern, von Berlin und Frankfurt-Oder, da wo ich hier geboren war, dass auf den Wochenmärkten alle Sorten Fisch für jeden Geldbeutel etwas da war. Mhm. Wir waren ja auch noch, gehörten zum Konzern, die Nordsee, und da kriegten wir von befreundeten Ländern damals noch immer etwas Seefisch nachgereicht. Mhm. Ja. Zu DDR-Zeiten war dann das Problem Abwassereinleitung verschärft. Ne, also wir hatten 1947, beging ja die Grundlagenforschung beim Deutschen Anglerverband in Betzendorf, 20 Jahre, und ich habe ja dann 1967 dann das weitergeführt. Und ich habe 50 Jahre dran gearbeitet und kann mir daher das Bild machen. Bis 1960 ran ging es immer weiter bergab. Und das hatte damit was zu tun mit der Generalenteignung sämtlicher Burgen, Schlösser und unter anderem auch Gewässer. Selbst Brunnen wurden beschlagnahmt, alles was über und unter dem Erdreich war. So, und dann, wie ich schon mal sagte, hatte man in den Jahren ab 1962, fand hier eine Art Mobilmachung statt. Die Grenztruppen wurden verstärkt, es kamen sehr viele Leute dazu. Und wohin mit den Abwässern? Und da hatte man schnellstens überall in den Objekten Klärgruben gebaut, und die Abwässer marschierten dann, die dann geklärt wurden, ab in die Jeetze oder Tangelschen Bach. Ich denke an Merlin, dieses Oberflächenrohr, das berühmte, Bilder vor Augen da. Vom Grenzregiment dort. Und das floss tatsächlich in unseren berühmten Taufkessel, wo sich Meerforellen und Bachforellen trafen und haben dort geleicht. Da gibt es übrigens Aufzeichnungen darüber, wer die, jetzt hatte ich beringt gesagt, also markiert hatten. Ja, gab so eine kleine hufeisenförmige Marke, da stand dann vorne drauf DDR. Und wir hießen M9-1, dann wusste man Bezirk Magdeburg, Betzendorf, ja. Und auf der anderen Seite war dann die Nummer drauf, die Markierungsnummer. Und wir haben tatsächlich den Nachweis gehabt, dass innerhalb des Jeetze-Systems die Wanderungen stattfanden. Und wir haben sogar Meldungen bekommen, wahrscheinlich über Potsdam damals, das ist wie genauso wie mit der Vogelgeschichte Hiddensee, ne? Dass wir Meldungen zurückbekam aus Wehen, das ist da irgendwo an der untersten Elbe, da haben Angler dann die zurückgeschickt, die Marken. Ja? Also es ist schon interessant. Ja, gut, auf jeden Fall zum Glück, die Gewässereinleitungen haben ja nach der Wende drastisch aufgehört durch den Anschluss an die zentralen Kläranlagen. Die Situation hat sich verbessert. Trotzdem sehen wir eigentlich noch die Auswirkungen auch der Vergangenheit, wenn wir uns das System mal angucken. Und wir schauen jetzt einfach mal das jetzige System an. Es geht ja also über, was haben wir gesagt, 72 Kilometer von der Quelle bis zum... Ja, das ist heute bei Altferchau. Die ist sehr unspektakulär. Man sieht das hier einfach so ein Entwässerungsgraben. So war es ja nicht gewesen, mit Sicherheit. Nein, das war sicherlich ein ordentliches Quellgebiet mal früher. Ja. Sie fließt also, dann als Bach, Definition Bach hatten wir mal gesagt, 5 Meter etwa. Sie wird auch schon angestaut hier in Dönitz am Mühlenteich das erste Mal. Da ist auch der erste große Abschlag. Also man sieht das, also da hätten Fische schon ein Problem, bis in den Mühlenteich hochzukommen. Und fließt dann also weiter Richtung Rischstedt.
Man sieht, hier hat man noch hier Immelkart richtet. Genau, hier sehen wir die Kläranlage von Immelkart. Die ist zwar sicherlich auch heute auf technischem Stand, aber eine gewisse Nährstofffracht wird dort auch über den Abfluss immer noch reinkommen. Ne? Selten, das meiste wird jetzt verpumpt über die Äcker. Ach so. Ja, im Augenblick sind sie bei Klötze und Verregnen. Ja. So, hier sehen wir Rüste, da ist die Jeetze dann schon sehr kanalisiert. Ein Hase kann noch rüberspringen, also markant. Wir reden hier noch vom Bach, noch nicht unbedingt vom Fluss. Ich weiß nicht, ab es wirklich ein Fluss ist. Die Jebener Mühle, die ist eigentlich gut passierbar noch. Hier ist zwar noch ein Wehr, aber das ist auch noch für Forellen, denke ich mal. Und hier unten gegen eine Bifurkation. Zumindest bei höheren Abflüssen ist das durchaus denkbar, ja. Genau, also es könnte besser sein, aber es ist noch im Vergleich zu anderen Stellen. So, und dann durchquert die Jeetze Beetzendorf, verlässt sie dann wieder in Richtung Audorf, Siedenlangenbeck. Hier sehen wir die Audorfer Mühle. Und die ist jetzt noch ein echtes Wanderhindernis, ne, zurzeit. Also bis dahin können wir Meerforellenaufstiege schon nachweisen. Ja, ja. Und sogar hinter Beetzendorfer Freibad war ja auch eine Laichgrube. Ne? Die haben wir dann hochgesetzt. Ach, Sie waren das. Die Geschichte habe ich doch gehört, dass da welche nachgeholfen haben in der Audorfer Mühle. Ich konnte mir das nämlich fast nicht vorstellen, dass sie da hochgekommen sind. So, jetzt sind wir so Höhe Siedenlangenbeck. Immer noch ein recht monotoner Verlauf. Die Jeetze schneidet sehr tief ein. Als wir damals im Kanu gefahren sind, haben wir auch kaum was von der Umgebung gesehen. Wir waren so tief drin, dass wir wirklich nur Gras gesehen haben. Und hier wird die Jeetze jetzt geteilt in den Hainholzgraben und in den Oberlauf, der zur Mühle führt. Hier sieht man oben die Kuhfelder Mühle, unten den Hainholzgraben. Durch die Kuhfelder Mühle kommen die sportlichen Fische allerdings noch durch. Und dann eine besonders interessante Ecke ist am Dammbeck, hier das Kloster. Dort staut die Jeetze relativ weit zurück und es kommt fast auf einen Kilometer zu sehr feuchten Milieu, auch in den Wiesen, was so aus Naturschutzsicht eigentlich sehr positiv ist. Der Kolk, das ist der Müller, Professor Müller, der Kolk hinter der Mühle ist auch sehr fischreich, ist natürlich sauerstoffreich. Herr Müller betreibt dort eine Anlage für die Stromerzeugung, hat auch immer mal einen Tag der offenen Tür einmal im Jahr und das ist der Unterlauf hinter der Mühle. Mit ziemlich hoher Artendichte. Ja, die Jeetze fließt dann weiter in Richtung Salzwedel, hier in der alten Schulenburg. Hier sieht man den Rest der ehemaligen Schlossanlage oder Burganlage. Schloss war das ja nicht. So, und wir nähern uns dann Sinau. Hier gibt es dann also auch nochmal so ein Streichwehr, aber ja, und dann kommen wir durch Salzwedel. In Salzwedel teilt sich die Jeetze. Ja. Ein Teil ist noch mit dem Kanu zu befahren. Allerdings kann auch mal austrocknen, wie wir neulich gehört haben. Ne? Und es ist schon sehr idyllisch. Man bekommt also mal einen ganz anderen Eindruck von Salzwedel, wenn man da also mal mit dem Kanu durchfährt. Ja, und dann verlässt sie Salzwedel, wird dann mit einer Landesgrenze zur Jeetzel. Hier sieht man einen Abstich zum Landgraben da. Und ist dort sehr dicht bewachsen. Es gibt dort also kaum sonnige Abschnitte im Bereich. Ja, und dann erreicht sie irgendwann Lüche und wird dann ziemlich eintönig und kanalisiert. Und sie war mal schiffbar bis Salzwedel, ne? Ab Salzwedler Hafen. Deswegen ist das ist umgebaut worden, Dumme mit Jeetze. Und wie ich schon mal sagte, fand nicht nur Flößerei da, schiffbar war sie und ein großes Fischfanggebiet auch. Mhm. Da muss man mal lesen, 1820, das Jahrbuch, welches die Regierung damals, der Regierungsbezirk, immer alle Jahre rausgegeben hat. Da steht das hier drin, dass die Jeetze das fischreichste Gewässer der Altmark ist. Mhm. Ja, ich meine, ich habe noch Aufzeichnungen vom Tanger. Ne? Mhm. Der Tanger hatte eine hohe Quantität, aber die Fischarten, ja, die ich noch habe von 1947, die waren entschieden geringer. Mhm. Ja. Er war ja sicherlich genauso stark ausgebaut gewesen und hat auch nicht diese Gefälleverhältnisse wie das Jeetze-System. Ja, denn wir haben ja hier, die Jeetze hat ja nämlich ein Gefälle oben bei Altferchau
geht sie los bei 61 Meter über NN und unten an der Elbe, wo sie einmündet, da sind es nur noch 10 Meter. So, aber trotzdem hat die Jeetze ja Fische verloren. Jetzt reden wir mal über Fische. Ja. Wir wollen ja über Fische reden und nicht so sehr über den Fluss, so interessant wie das ist. Wir gucken uns mal ein paar Arten an, wo wir jetzt sagen, die sind uns verloren gegangen in der Jeetze. Und der erste Fisch ist ja ein Fisch, der ist auch dieses Jahr Fisch des Jahres. Vielleicht können Sie da mal, das ist unsere Flunder, ne? Oder Elbbutt. Genau, das ist ein Flunder, die wohl in der Havelmündung so um 2000 rum gefangen und von dortigen Fischer uns zur Verfügung gestellt. Dadurch können wir auch belegen, dass wir also auch hier durchaus stattliche Flundern im Elbe- und Havelgebiet hatten früher und historisch. Und die sind also durchaus auch bis Berlin oder auch bis Dresden gezogen, meistens auf Nahrungssuche in erster Linie. Und es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die auch den Unterlauf der Jeetze mit aufgesucht haben, um auch dort nach Nahrung zu suchen. Man kann sich fast nicht vorstellen, aber war echt drin. Der Elbbutt hatte einen Namen, genau. Das ist ein Ding. So, und dann gibt es einen Fisch, der sieht auch sehr schön aus, der Schneider. Der ist uns wohl auch verloren gegangen in der Jeetze. Ja, das ist eine typische Fließgewässerart, ein Kleinfisch, ein kleiner Karpfenfisch, der gerade hier im mitteldeutschen Raum sehr stark dezimiert wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch durch den ganzen Ausbau und Umbau der Gewässer. Mhm. Es gibt also gegenwärtig nur noch Reliktpopulationen in Brandenburg im Einzugsgebiet der Neiße und da stammt das Foto her von dem Kollegen Rother vom Potsdam Museum. Mhm. Und ob er hier mal im Jeetze-Gebiet gewesen ist, nachdem es gab also landläufig hier eben die Begrifflichkeit Schneider. Es kann sich bei diesem Schneider aber auch um eine Ukulei gehandelt haben, weil es regional manchmal durchaus da Verwechslungen gab in der Benennung. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es ihn auch hier gegeben hat. Ne? Besonderes Merkmal war da die Seitenlinie, wenn man also vielleicht mal wieder darauf achtet, diese doppelte Seitenliniennaht, die wie eine Steppnaht aussieht. Mhm. Stichwort Maifisch, das ist ja auch so eine besondere Art, da hat Herr Richter auch noch eine Geschichte zu. Gucken wir uns mal den Maifisch an und den haben Sie ja auch nicht allzu weit weg gefunden. Nein, auch der Maifisch hier ist ein Fang aus dem Jahr 2001 von einer Havelmündung, wo der Fischer praktisch ihn fast schon verwerfen wollte als Beifang und da ist ihm aufgefallen, dass es ja doch was anderes ist und das hat er uns dann freundlicherweise zur Verfügung gestellt, belegt, dass wir auf alle Fälle in der Elbe noch Einzelexemplare haben. Früher war es eine bedeutende Wirtschaftsfischart, hier gerade im Mittelelbegebiet. War sehr beliebter Speisefisch, weil als Heringsart sehr fettreich und die Bestände sind so um 1900 zusammengebrochen. Es gab dann noch Bemühungen um Arneburg herum, ihn mit künstlicher Erbrütung irgendwie zu retten. Den Bestand ist aber nicht gelungen, weil der hochempfindlich ist im Umgang. Und er gilt eigentlich zurzeit als ausgestorben. Aber Herr Richter hat alte Nachweise, die vermuten lassen, dass er bei Audorf bis Audorf hochgewandert ist. Also bis Audorf nach den Aussagen der Ahnen dort, der aus der Landwirtschaft und auch, wie gesagt, die Gastwirtin, die haben uns mitgeteilt und auch ein Herr Lauter aus Betzendorf, dessen Vater, der sprach auch darüber, dass es um die Jahrhundertwende noch tatsächlich diesen, sie nannten den dort Frühlingsfisch. Wir haben, wie gesagt, nach langem Nachfragen herausbekommen, dass das dann nur der Maifisch gewesen sein kann. Denn die Verbindungen und die Querverbindungen, die waren ja so gut geöffnet, die Fische konnten ja tatsächlich aufsteigen. Mhm. So, und die Aussage gemacht haben, das sind ja Leute gewesen, die sich regelmäßig davon auch noch ernährt haben. Man sagte uns sogar, manche Jahre gab es so viel, dass sie sogar die Schweine mitgefüttert hätten. Ne? Sag mal von vielen Fischarten. Und ganz junge Biologen sind bei mir aufgetaucht und haben gesagt, Herr Richter, das kann nicht sein, das kann nur Döbel oder Aaland sein. Also so verschätzt können sich da die vielen Leute auch nicht haben. Dann haben wir einen Fisch, der sieht auch sehr eigentümlich aus. Wir gucken ihn mal an, die Groppe oder Westgroppe. Und da sind wir ja immer noch im Verdacht, die kann es vielleicht mal gegeben haben, aber Sie haben sie auch zu Lebzeiten nicht nachgewiesen. Nein. Aber vielleicht können Sie ein paar Sätze mal zu ihr sagen. Also im Volksmund manchmal auch Mühlkoppe genannt, die Westgroppe.
ist eigentlich ein typischer Vertreter der Forellenregion, gemeinsam mit der Bachforelle, mit der Elritze, mit dem Bachmühlenauge vergesellschaftet, benötigt steinig-kiesige Sohlsubstrate und durch die eiszeitliche Entstehungsgeschichte des Jezesgebietes, genauso wie auf der anderen Seite in der Prignitz, Stepenitz oder Löcknitz, wo es die Art eben noch gibt, durchaus noch sogar in stattlichen Beständen, ist es also durchaus wahrscheinlich, dass es sie auch hier mal gegeben hat. Mhm. Sie ist nämlich der große Wanderfreund, also vielleicht mal so ein paar Kilometer. Und wenn dann so eine Art eben mal verschwindet, dann ist es natürlich eben nicht so leicht, die wieder herzukriegen. Aber ich denke mal, vielleicht, wenn sich die Verhältnisse bezüglich der Durchwanderbarkeit auch des Jezesgebietes verbessern würde jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dann würde ich es nicht ausschließen, dass es auch die Gruppe wieder geben könnte. Ja. So, und dann haben wir einen ganz eigentümlichen Fisch, das Flussneunauge. Der hat ja nun wirklich eine interessante Biologie auch, ne? Genau, das Flussneunauge, das haben wir... Das ist immer eine Leichtgesellschaft mal so, Leiche, oder kann man was genau, zu sagen? Genau, ja, da kriegen wir gleich nochmal ein paar bewegte Bilder, die wir in Perleberg von einer Brücke mitten in der Stadt aufnehmen konnten. Das sind also Tiere, die sind etwa 35, 40 Zentimeter lang, bilden dann solche Laichgesellschaften. Sie sehen, dass sie benötigen kiesige Sohlstrukturen, ähnlich wie der Lachs und die Meerforelle. Die haben also auch eine ähnliche Laichökologie, bauen auch Schlagen oder bauen so eine Gruben bzw. Laichberge, wo dann die Eier hinein verdriften und dadurch natürlich dann auch geschützt sind. Und sie tauchen jetzt verstärkt wieder da auf, insbesondere wo wir komischerweise eben mit Lachs und Meerforelle agieren. Also sowohl in der Stepenitz, wo sie mittlerweile zu Tausenden zu beobachten sind, aber auch in der Nute bei Zerbst oder selbst unten in der Pulsnitz im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster haben wir neuerdings wieder Nachweise von Flussneunaugen. Mhm. Und das kann durchaus auch damit zusammenhängen, dass sie leben im Meeresbereich als Parasiten, gerade an Großfischen, gerade an Lachsen und Meerforellen, wo sie sich praktisch festsaugen und dann die Haut aufraspeln und sich dann praktisch Blut und Gewebewasser eben dann zunutze machen, um sich zu ernähren. Und das unterscheidet sie von Bachnellenauge, was eben immer im Fluss bleibt, also im Gewässer im Bach bleibt und sich eben dort nur von Detritus ernährt. Also das unterscheidet sie. Ne? Und das kann durchaus sein, dass sie gerade eben als ihren Würzfischen natürlich auch folgen dann zu den Laichplätzen. Dann haben wir die Quappe, auch so ein ganz interessanter Fall, ganz skurriler Fisch. Hier sehen wir mal eine. Ja, die Quappen, da denke ich mal, dass die wieder kommen werden. Wir haben also da wieder steigende Bestände in den Flüssen und Bächen zu beobachten. Auch die großwüchsigen Wanderquappen, die also dann durchaus auch mal ins Meer abwandern und dann auch 2-3 Kilo schwer werden können, haben wieder zugenommen. Gerade auch im Mittelelbegebiet werden sie regelmäßig gefangen, werden auch gerne geangelt von den Anglern als Winterleicher, gerade im Winter dann auch gezielt eben dann auch verfolgt. Und ich denke mal, dass sie auch hier wieder in die Jeze verstärkt aufkommen würde, wenn die Durchgängigkeit verbessert wird und früher wurde sie eben auf der anderen Seite eben auch gerne verfolgt, weil sie eben als Laichräuber bekannt war. Also würde auch jetzt keinen Sinn machen in so ein Wiederansiedlungsprogramm oder so bei ihr, die kommt von allein wieder hoch. Da denken wir, dass sie auch von alleine es wieder schaffen könnte. Ja. Genau. So, und dann haben wir noch einen eigentümlichen Fisch, den ich auch noch nicht so gesehen habe, den Schnepel. Ja, der Schnepel ist eigentlich ähnlich wie der Maifisch oder auch das Flussmeerauge, die sind alle in die Elbe aufgestiegen und haben in so einem Mittelelbegebiet hier so um Raum Tangermünde, Magdeburg ihre Laichplätze gehabt. War ein sehr wichtiger Wirtschaftsfisch und die Bestände sind auch so um 1900 zusammengebrochen. Es gab auch dort bei Arneburg Bemühungen, die wieder noch künstlich zu erbrüten, ist aber alles nicht mehr gelungen und auch der Schnepel gilt heute mehr oder weniger als verschollen. Wir haben schon mal um 2000 rum hier in Sachsen-Anhalt versucht, da wieder eine Wiederbesiedlung in der Elbe zu initiieren, sind da aber noch gescheitert, weil Geesthacht nicht passierbar war. Vielleicht wäre es heute anders, wenn durch den neuen Fischpass in Geesthacht, denke ich mal, würden die Chancen auch steigen, auch diese Art wieder hier anzusiedeln. Mhm. Und nicht auszuschließen ist, dass wir auch die Unterlauf der Jeze mit aufgesucht haben zum Laichen, weil wir es aus anderen Zuflüssen, Tanger oder eben auch untere Havel eben kennen, dass auch mal in die Unterläufe reingegangen ist zum Laichen. Ja, wir gucken uns mal die Fischregionen an. Da gibt es hier also so eine kleine, ein Diagramm. Ja, hier nochmal vielleicht, das hätte man auch gerne zur Vorstellung des Jezegebietes mit dazu nehmen können, aber ist kein Problem. Nochmal ein kurzes Essay dazu. Die Fischereibiologen haben
aufgrund ihrer ganzen Untersuchungen festgestellt, dass einhergehend mit der Entwicklung im Längsverlauf der Gewässer sich auch typische Fischgemeinschaften etablieren, die besondere Ansprüche an die jeweiligen Gewässerbedingungen haben. Das geht bei den Temperaturen los, bei Sauerstoffverhältnissen. Das Gefälle bewirkt dann auch entsprechende Sohlstrukturierung, das heißt also gerade in der oberen Forellenregion, steinig-kiesige Sohlsubstrate, dann nachher, umso größer die Gewässer werden, nachher sandige Sohlen bis hin zu Schlammsohlen. Und das ist eben auch wichtig, wenn man eben sich Gedanken macht über die den Fischartenbestand der Jeetze, dass man auch weiß, welche Arten man eigentlich erwarten kann und erwarten sollte. Und das sind so die sogenannten Leitbilder, an denen sich letztendlich auch die Maßnahmen, die an diesem Gewässer hier in der Perspektive auch durchgeführt werden sollen, eben auch orientieren müssen, damit auch das ganze System auch wieder in Funktion gerät. Ja, nun schauen wir uns mal ein paar Arten an, die noch wirklich da sind. Das erste wäre der Aaland, den sehen wir mal in einer Aquarienaufnahme aus dem Biosphärium Bleckhede. Da danke ich nochmal, dass wir da filmen durften. Ja, der Aaland ist mehr ein Vertreter der größeren Fließgewässer. Er ist auch heute präsent im unteren Jeetze-Bereich bis in den Raum Salzwedel durchaus eben zu erwarten. Dann nimmt er dann sukzessive ab und ist eben eher so vergesellschaftet mit dem Blei, mit der Güster, die eben auch dort mehr ihre Verbreitungsschwerpunkte haben. Genau. Ich hatte ihn ja so ein bisschen verwechselt mit dem Döbel. Wenn wir mal das nächste Bild angucken, sehen wir einen Döbel. Ja, der Döbel, der steigt etwas höher auf in den Fließgewässern und der unterscheidet sich vom Aaland insbesondere durch eine nach außen gewölbte Afterflosse, die auch sehr fleischrot ist. Man sieht das hier sehr schön auf dem Bild. Und gut von der Brücke auch zu erkennen sind immer diese schwarzen Umrandungen der Rücken- und der Schwanzflosse. Also man kann einen Döbel gut und gerne bei guter Sicht im Wasser immer auch schon von der Brücke aus erkennen als solchen. Ja, im Gegensatz zum Aaland, den würde man so nicht erkennen. Ja. Und geht sogar bis in die Gebirgsregion teilweise. Auch das, ja. Also bis in die, auf alle Fälle bis in die Vorgebirgsregion durchaus zu erwarten. Also der Döbel hat zumindest in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Ne? Sie haben noch in Ihrem Werk geschrieben, dass der Döbel eher selten ist, aber jetzt... Ja, also für uns hier, für die oberen Jeetze, das war, Ausrutscher durch Belieferung. Ja. Mhm. Aber sonst ist er nur unterhalb von Kuhfelde. Zu Hause. Okay. Ja. So auch der Aaland. Genau. So, und jetzt kommen wir zum ganz anderen oder so einer ganz eigentümlichen Fischart, dem Aal. So, und um den sieht es ganz schlecht aus, da können Sie vielleicht auch was zu sagen. Ich hatte schon eingangs gesagt, bei unseren Tätigkeitsfeldern, dass es natürlich in unserem einen Arbeitsbereich fast schwerpunktmäßig nur um den Aal geht. Das ist richtig, die Bestände sind gegenwärtig massiv rückläufig. Sie sind mittlerweile auch schon also praktisch als Bestand gefährdet eingestuft von der EU. Darum gibt es auch eine EU-Aalverordnung, um eben dort auch den Bestand zu schützen und auch wieder zu heben. Im Gegensatz zu allen anderen Fischarten, die wir so kennen, ist der Aal eben die Art, die zum Laichen nicht aufsteigt, sondern zum Laichen eben aus unseren Flüssen und Bächen verschwindet und über den gesamten Atlantik wandert bis in die Karibik, in den Bereich der Sargassosee und dort in Tiefen von 600, 700 Metern dann ableicht. Und ich glaube nur mit gigantischen Laichzahlen, ne? Also ja. Millionen Eier in einem Weibchen. Ja, der baut letztendlich alles, was er an Energie hat, baut er nachher um in Eier. Und, das ist unglaublich eigentlich. Und die Larven, die haben also dann auch besondere Entwicklungsformen und Stufen, die sie durchlaufen. Also das gibt es ja erst nach dem Schlupf. Die sogenannte Weidenblattlarve, die dann sehr, also etwas hochrückiger ist, durchscheinend ist und dann mit Hilfe des Golfstroms sich wieder mehr oder weniger über 2-3 Jahre bis hier an dem europäischen Kontinentalschelf verdriften lässt und erst kurz vor den Mündungsbereichen der großen Ströme wandeln sich dann die Aale um in sogenannte Glasaale. Dann im Weiteren kommt es dann eben im Übergang zum Süßwasser zur Pigmentierung und dann sehen sie praktisch aus wie kleine Mini-Aale, so wie wir sie dann letztendlich auch als Speisefisch dann kennen. Und die haben in erster Linie Probleme dann gehabt, zum einen, dass also unsere Flüsse verbaut sind durch Wehre, durch Wasserkraftanlagen.
Zum anderen aber eben gerade in den letzten Jahren eben auch verstärkt durch den massiven Raubbau, der an den Glasaalen schon betrieben wurde. Es wurden also massiv im Bereich von Frankreich, Spanien und England diese Glasaale gefangen, und um sie dann nach Asien zu exportieren, weil dort der asiatische Aalbestand schon viel, viel früher zusammengebrochen war. Und das Problem ist, er ist in Gefangenschaft so gut wie gar nicht zu vermehren. Genau. Und er vermehrt sich nur einmal in seinem Leben. Ne? Genau, also er laicht nur einmal. Ja. Und stirbt danach wahrscheinlich. Er stirbt danach und ist in seinem gesamten Lebenszyklus wahnsinnig vielen Faktoren ausgeliefert, auch durchaus eben auch schon im Marienbereich, die wir gar nicht steuern können. Das, was im Süßwasser passiert, das geht noch, das kann man noch überschauen. Ja. Aber wir wissen, dass viele Faktoren, die da einfließen in diese Bestandssituation, auch im Marienbereich zu suchen sind. Aber Sie sind trotzdem positiv gestimmt, dass Ihre Aktionen, Ihre Maßnahmen Erfolg haben. Sonst würden wir das nicht machen. Wir sind da an der Seite auch der Berufsfischer. Das ist der Brotfisch schlechthin in der Binnenfischerei. Jeder Fischesser isst zumindest gern auch dann den geräucherten oder den gebratenen Aal oder auch gekocht, je nachdem. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann haben unsere Binnenfischer wirklich ein Problem. Daher stehen wir natürlich an ihrer Seite und unterstützen alle diese Maßnahmen, auch fachlich. Wir sind da eigentlich guten Mutes, weil so die letzten Bestandsentwicklungen, auch mit den Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, durchaus also schon zur Hoffnung stimmen lassen, dass wir da vielleicht doch das Ganze noch mal rumreißen können. Ja, gerade. Gut. Sagen wir noch ein paar Worte zum Flussbarsch. Ja, der Flussbarsch ist eine Art, der kann sowohl in Fließgewässern vorkommen, wie auch in Standgewässern. Er ist also sehr anspruchslos, kann aber durchaus auch in unseren Fließgewässern bis in die Forellenregion eben vorkommen. Ist also nichts Ungewöhnliches. Nur muss man da natürlich dann immer ein bisschen gucken, dass es da nicht zu übermäßigen Beständen kommt, weil er ist natürlich schon ab 10 cm her dann klassischer Raubfisch und kann natürlich auch andere Arten dann eben auch bedrohen. Dann haben wir noch die Plötze. Die finden wir ja auch in geringem Umfang. Genau, in der Jetze. Die Plötze, ganz ähnlich wie der Barsch, hat also die Möglichkeit, sowohl im Fließgewässer als auch in Standgewässern ihr Leben zu fristen. Mir sind selber eben schon Eier in die Hände gefallen, die bei 2 Meter pro Sekunde an Steinen angeklebt haben, die von Plätzen abgelegt wurden. Also die können auch Strömung ab, ja, aber sie sind eben nicht die typischen Fließgewässerfische, die wir eigentlich normalerweise hier im Jetze-System erwarten würden. Sie können eben vorkommen, so als nebenbei, aber wenn sie Überhand nehmen, genau wie der Barsch, dann zeigt sich eigentlich bei uns immer schon, dass die Fließgewässer ein Problem haben, sowohl strukturell als auch qualitativ. Man findet sie ja auch hauptsächlich, wenn an den Flüssen in Ruhezonen. Genau. So, dann haben wir noch einen sehr schönen Fisch, die Rotfeder. Ich habe mal ein paar Aufnahmen. Ah ne, das kommt erstmal ein Foto, ein schönes, von Ihrem Kollegen, kann man mal erwähnen hier, ja. Steffen Zienert. Genau. Der hat wunderbare Aufnahmen beigesteuert und ich war mal in einem Kiessee bei Stendal und habe diese Aufnahmen beim Tauchen gemacht hier. Die Rotfeder ist aber nicht so häufig. Ne? Die Rotfeder ist also in unseren Bächen und Flüssen eben nicht die häufige Art. Sie bevorzugt eher stehende Gewässerbereiche, kann natürlich auch mal in Randbereichen, wo es dann auch pflanzenreich ist, dann auch mal vorkommen. Nicht auszuschließen, präferiert aber eher dann Gewässer in den Auen, in den größeren Flussauen oder aber wie gesagt in stillen Gewässerbereichen. Aber wie gesagt, durchaus kann immer mal auftreten. Und es gibt bei der Rotfeder so ein Mysterium, so einen Fisch, den Rötling, den also auch F. Helms beschrieben hat. Vielleicht können Sie das mal kurz erzählen. Da gibt es auch eine historische Aufnahme. Ja, das war eine Postkarte. Aber ursprünglich habe ich den Rötling als den Sinlackenbecker kennengelernt. Den hatte damals fotografiert ein Alfred Tederan und Heino Buchtenkirch aus Siedenlangenbeck und in Schwarz-Weiß. Wir konnten damit eigentlich nicht viel anfangen. Der wird so 5 cm groß. Aber im Laufe der Zeit, nachdem wir Helms bekommen haben, die Literatur, wussten wir, was es ist. Es ist nicht der Siedenlangenbecker, sondern der heißt Rötling. Der hatte früher einen anderen lateinischen Namen um 1700 rum. Aber der Herr Helms ist damit durchgekommen. Er hat ihm einen neuen lateinischen Namen gegeben, kaum zum Aussprechen.
und hat darin bemerkt, dass er 5 cm groß ist. Und der Herr Professor Müller, seines Zeichens Biologieprofessor, um 1774, nachdem er Linné seine Sachen geordnet hat, sprach auch vom Rötling, aber meinte in seinem letzten Satz, er bekommt die Größe eines Schuh. Und im altdeutschen Zahlengebrauch weiß man, dass ein Schuh oder ein Fuß 29,5 cm ist. Und da haben wir dem wieder gesagt, es ist vielleicht die Möglichkeit, dass er in die Jeetze nur zum Laichen gekommen ist und ist dann wieder abgewandert in die Elbe. Ansonsten haben wir nie wieder was gehört seit der Verschlechterung der Wasserverhältnisse. Jetzt ist die Frage, also wenn wir es ansprechen, Sie würden das ja auch, haben das ja dieses Bild gesehen, haben gesagt, das ist eine Rotfeder. Gibt es denn die Möglichkeit, dass es bestimmte Formen gibt? Also ich meine, dass eine neue Art in der Jeetze erscheint, ist sehr unwahrscheinlich, aber dass eine gewisse Form, so wie es bei der Forelle ist, dass sowas entsteht? Ja, ganz ausschließen kann man das nicht, aber ich denke mal eher, dass es, weil wir sie immer wieder auch mal eben beobachten in Bereichen, wo man sie nicht unbedingt jetzt erwarten würde, durch ihre Bindung auch an Wasserpflanzen ist sie aber auch eine Art, die auch mal durch Wasservögel auch verbreitet werden kann, sodass auch punktuell Vorkommen eben dann nicht auszuschließen sind. Ne? Also gerade wenn sie dann mal einen Mühlenkolk haben oder einen Mühlenstau haben, dass sich dann sowas da auch mal halten kann. Mhm. Aber gerade bei der Rotfeder oder bei der Plötze ist es so, dass also als die taxonomische Nomenklatur begonnen wurde, also wo die Arten beschrieben wurden, viel mehr Arten erstmal benannt wurden und das wurde erst viel, viel später dann wieder revidiert. Genau, revidiert, ja. Frage zum Hecht. Der Hecht, der hat, glaube ich, auch keine gute Situation mehr in der Jeetze. Ne? Wenn ich sagen darf, dass unser Hechtzentrum in der oberen Jeetze war die Gemarkung Audorf um die Mühle herum. Ja? Diese Gräben, die haben Sie sich ja auch mal angesehen. Hatten auch Staustufen drin und hinter der Mühle aufwärts waren große, man kann sagen, Gräben als Laichgewässer. Da hielten sich auch dann und wann mal Schleien drin auf. Also Hecht und Schlei kamen immer irgendwie zusammen. So, und die wurden im Rahmen der Kollektivierung der Landwirtschaft, man sieht heute noch und mit Infrarotaufnahmen, dass man dort diese Gewässer zugeschoben hatte. Also auch die Sünden der Vergangenheit. Denn das gibt eine Aussage von Erich Honecker, jedes Quadratmeter Gelände bedeutet einen Sack mehr Getreide. Ende der Durchsage. Jeder volle Sack ein Schlag in Sicht der Kriegstreiber. Den Slogan kenne ich auch noch. Aber der Hechtbestand, der kann sich relativ schnell auch wieder erholen. Also er liebt eben in möglichst strukturreiche, pflanzenreiche Gewässer, saubere Gewässer, weil er als Augenjäger dann natürlich auch entsprechenden Erfolg hat. Ruhig, ne? Und kommt natürlich auch sowohl in Flüssen wie auch in stehenden Gewässern vor. Da kommt es wirklich darauf an, wie man mit seinem Gewässer umgeht. Und wenn man solche Strukturen belässt, hat er natürlich auch entsprechende Fortkommensmöglichkeiten. Da muss man dann schauen, wie man das dann eben deichselt. Er ist natürlich nicht so ein gern gesehener Gast in der Forellenregion, sondern dann eher dann weiter unterhalb, wo er dann nicht mehr so viel Schaden machen kann. Und er braucht viel Ruhe, ja. Die Karausche vermutet man jetzt gar nicht unbedingt in der Jeetze. Kommt sie vor? Die Karausche? Nein. Die sind meist Teichgewässer, wie gesagt, Beetzendorf, Mühlenteich, Langer Teich. Und dann haben wir noch welche oben im Forsthaus. Am Groß-Wismar, genau. Groß-Wismar. Das war die schmale Form, die ich ja auch erwähnt habe, in die heimische Fischwelt der oberen Jeetze geschrieben habe. Ja? So, und die soll es ja noch geben. Ja, und leider ist uns dazwischen gekommen nur noch die asiatische Form der Giebel. Das haben aber verbreiten können nur die Angler. Ich habe immer dagegen gearbeitet. Ich habe gesagt, haltet euch an die Nomenklatur. Ja? So genauso hat man ja auch Quappen oberhalb von Audorf einfach ausgesetzt. Da habe ich auch geflucht. Ja, eine Schleie
wurde ja schon gesagt, gemeinschaftlich gerne auch mit dem Hecht. Mhm. Ist natürlich auch eher ein Vertreter der Stillwasserbereiche, kann immer mal auch in einer Jeetze, in Exemplaren und Teilbereichen mal vorkommen, mag eben pflanzenreiche Ecken und möglichst ruhige Abschnitte, wo sie dann durchaus auch gute Bestände ausbilden können. Also gut, aber im Prinzip mehr Unterlauf. Mehr Unterlauf, ja, genau. Dann kommen wir jetzt mal zu den kleinen Fischen. Da haben wir mal einen Einspieler, den könnten wir dann auch mal anhalten. Da sehen wir drei verschiedene Arten, den Gründling, den Bitterling und die Elritze. Ne? Vielleicht können wir mal so den hier so anhalten, da sieht man das mal. Ne? Genau. Okay. Tja, der Gründling, der ist ja hier und ist auch in Abschnitten auch in guten Beständen sogar gut vertreten. Ist auch völlig typisch, meistens vergesellschaftet mit Hasel und Döbel, kann aber durchaus auch bis in die eigentlichen Forellenregionsbereiche dann auch noch mit vorkommen. Ein klassischer Vertreter der Forellenregion ist die Elritze, die gegenwärtig hier im Gebiet nicht mehr vorkommt, müsste aber eigentlich auch historisch hier existent gewesen sein. Wir haben sie auf der östlichen Elbe-Seite, im Einzugsgebiet der Stepenitz, in guten Beständen noch da. Und die Verhältnisse sind also auch die ganze Gewässergenese ist ja hier vergleichbar. Und ich denke mal, wenn da die Bedingungen sich hier weiter verbessern, dann würde es über kurz oder lang auch wieder Elritzen gehen. Gut, das wird ja 1572, Christoph Abel aus Osterburg, das war der Generalchronist für das ganze Land, der ließ wissen, den Reichtum von Elritzen und Bachforellen, schrieb er. Mhm. Ja, also oberhalb gab sie in der Sprache auch zum Beispiel Immelkarten. Ja. Und Theodor Fontane hat das angezogen. Mhm. Ja. Und dann, wie ich gesagt, das Regierungsbuch 1820 nannte das auch. Ja. Und dann gab es noch einen Pastor, der hatte das wohl 1600 und noch was gebracht, der bestätigte das auch. Also sie war auf jeden Fall mal da, ne? Ja. Gut. Ist auch nicht auszuschließen. Die dritte Art war ja noch genannt, der Bitterling. Der ist eigentlich gar nicht so die typische Fließgewässerart. Er hat eine Besonderheit, er benötigt große Muscheln, um überhaupt sich fortpflanzen zu können. Dazu bildet er eine Legeröhre aus, gewöhnt die Muschel dann an sich, an sein Dasein in der Nähe der Muschel und dann legt er seine Eier in die Muschel hinein und dann sorgt die Muschel letztendlich für die gute Wasserversorgung der Eier und der Larven. Dann werden praktisch, wenn die dann schwimmen und fressfähig sind, die Bitterlinglarven, dann stößt sie praktisch wieder aus. Mhm. Und der profitiert hier gerade in der Jeetze zurzeit von den Stauhaltungen. Da haben wir zum Teil in Teilbereichen recht starke Bitterlingsbestände. Wir gucken mal noch die nächste Szene. Mhm. Die habe ich in Beetzendorf auch hinter einem Stau, hinter einer abgestauten Fläche aufgenommen. Das ist so ein gemischter Schwarm mit Bitterlingen, Gründlingen. Also Elritze ist nicht dabei. Wir hatten zwar erst gedacht, wir hätten eine gesehen, aber es war doch keine. Aber ja, ein Stichling kommt auch noch dazwischen, mal so ein Dreistacheliger und hier eventuell auch Modalieschen noch in dem Bereich. Kommen wir zum Steinbeißer, auch so ein ganz interessanter Fisch, auch ein ganz hübscher, wenn wir uns den mal angucken. Ja, der Steinbeißer gehört zu den Schmerlenartien, da gibt es dann die Schlammpeizker noch und die eigentliche Bachschmerle. Kommt sowohl in Fließgewässern, zum Teil auch in durchaus stattlichen Anzahlen vor, aber genauso auch in den Spülsäumen größerer Seen, wo man dann sandig-kiesige Untergründe hat. Es nicht zu verwechseln mit dem Steinbeißer, den der Fischesser kennt, der normalerweise kommt aus dem Meer, der Steinbeißer. Aber er hat seinen Namen eben genau aus dem Grunde, weil er bei der Nahrungsaufnahme, er nimmt dann feine organische Partikel aus vom Detritus auf und dazu kaut er praktisch permanent den Sand und die kleinen Kieselchen durch und spuckt die wieder aus. Und darum hieß er im Volksmund immer Steinbeißer. Genau, ja, und er hat teilweise Jungfernzeugung, das ist aber eine sehr komplizierte Sache, das heißt, er kommt ohne Männer. Ohne Männer kommen die Fische aus? Ja, nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz, aber es gibt neben dem Giebel gibt es auch beim Steinbeißer diese Erscheinung, das nennt man Gynogenese. Wer sich dafür interessiert, der soll das gerne mal
googeln. Wenn man das jetzt hier erklären und erläutern wollte, dann würde das hier den Rahmen sprengen. Und das, da haben also selbst Naturwissenschaftler, die dann ihre Probleme, das zu begreifen, dass sowas funktioniert. Dass man also fast Monosexbestände, also nur Weibchen hat im Gewässer. Und dass dann eben einfach bloß die Nähe von irgendeinem Männchen dann ausreicht, um letztendlich dort praktisch befruchtete Eier zu erzeugen. Ja. Da gibt es ja Fische, die ihr Geschlecht wechseln, aber das wollen wir jetzt gar nicht anreißen, das führt uns jetzt hier zu weit. So, dann haben wir die Ukelei. Es ist auch so ein sehr kleiner, eigentlich wirtschaftlich unbedeutender Fisch, ja, aber er ist da. Der ist da, nach wie vor, ist eigentlich auch typisch für die Region hier. Für den Mittel- und Unterlauf der Jeetze kann auch durchaus auch mal in Standgewässern vorkommen. Da denke ich, dass es unter Umständen eben dort auch durchaus Verwechslungsmöglichkeiten mit dem schon angesprochenen Schneider gegeben haben könnte. Sie ähneln sich zumindest so vom äußeren Erscheinungsbild, wenn nicht denn diese auffällige Seitenlinie wäre. Die, ja, aber die muss man dann erstmal kennen. Ja. Ja. Helms hat extra beschrieben, diesen Fisch. Und den Schneider. Ah, ja. Also hat er und hat auch gleich gebracht etliche andere Bezeichnungen, Namensbezeichnungen. Da musste ich auch erstmal tüchtig durchflügen, bis ich, das ist der Schneider, den er gebracht hat. Ja. Da gucken wir uns noch den Schlammbeizger an, das ist auch so ein ganz Kornäler hier. Ja, der Schlammbeizger, der kann, weil der bevorzugt in erster Linie so Schlammier, das hat sein Name ja schon daher. Schlammierbereiche, also die Übergangszonen von Wasser zu Land, also die Verlandungsbereiche, da kann er natürlich dann sowohl in einem Fließgewässer mal vorkommen, wenn es solche Bereiche gibt, wo man dann ein bisschen Röhrichtentwicklungen hat, wie aber natürlich dann auch schwerpunktmäßig eher in Gräben oder eher in Standgewässern, wo er dann auch mal stärkere Bestände bilden kann. Aber er ist auf jeden Fall da irgendwo in irgendwelchen Nischen. Ne? Man staunt immer wieder, wo man den dann auf einmal dann herzaubern kann. Ja. So, und zum Schluss jetzt, in der Rege haben wir noch die Hasel. Wenn wir uns die mal angucken, ja, die ist auch da, ne? Die ist, der Hasel ist da, aber der ist nicht mehr in den Stärken, in den Bestandsstärken da, wie er früher mal existent war hier im Jeetze-Gebiet. Ich hatte ja schon erwähnt, dass er gerne vergesellschaftet ist mit Gründling und Döbel und hier so in dem Mittellauf der Jeetze durchaus früher eben eigentlich der prägnante Fisch gewesen sein muss. Dass er jetzt nicht mehr da ist, das ist sicherlich in der Tatsache geschuldet, dass diese Fließdynamik, die die Jeetze früher mal ausgezeichnet hat, mit den Mäandern und den Fließwechseln, eben nicht mehr gegeben ist und eher durch Staubereiche geprägt ist. Und er ist eben doch sehr anspruchsvoll, was Sohlsubstrate angeht, was Strömung angeht, was Sauerstoff angeht. Ja, da ist ja, ist ja auch die Art, die auch am ehesten in Richtung Forellenregion aufsteigt dann noch. Ja, also er vollzieht durchaus auch Wanderungen dann eben auch innerhalb des Gewässers. So, und jetzt schauen wir uns mal stellvertretend für die vielen Zuflüsse, die die Jeetze hat, den Tangelschen Bach an, der liegt ja noch bei mir vor der Tür. Und da muss ich auch gleich mal noch ein Dankeschön sagen an Stefan Plath hier, der wohnt bei uns schräg gegenüber, hat so ein kleines Flugzeug und hat mir also diese schönen Flugaufnahmen hier gemacht. Hier sehen wir das Quellgebiet, das ist alles ein richtig schönes Quellgebiet, also so in so einem Erlenbruchwald, wie man sich das so vorstellt. Und dann durchfließt der Tangelsche Bach also erstmal den sogenannten Taufkessel. Ne? Das ist dann schon der Bereich, wo die kleinen Forellen auch oben ankommen, wo dann das Bachneunauge schon da ist. Und es ist also recht waldreich da oben. Es gibt dann ein altes Schloss hier, Schloss Neumühle. Unterhalb sehen wir dann die Klärteiche, die sind aber jetzt nicht direkt, werden nicht direkt tangiert, also da fließt der Bach nicht durch. Und wenn der Bach aus dem Wald kommt, hat er schon seine erste Durststrecke. Das sind also etwa 800 Meter, wo er kanalisiert wurde, aber schon vor längerer Zeit. Und man muss sagen, der Tangelsche Bach ist trotzdem über weite Strecken noch dynamisch. Hier haben auch mal Bürger versucht, mal selber Hand anzulegen und mal kleine Kolke oder Steine reinzulegen. Er mäandriert auch noch einige Zeit, aber dann fließt er in eine Mühle und in eine Fischzuchtanlage und dann ist vorbei mit der Herrlichkeit, da kommt nämlich nichts mehr durch. Also der Tangelsche Bach ist definitiv getrennt. Für einen dritten Umlauf fehlt also das Wasser, dazu ist das einfach zu wenig. Also entweder muss die Mühle weg oder die Fischzuchtanlage, aber das sind schwierige Entscheidungen. Hinter der Mühle vereinigt sich das alles wieder und dann haben wir mal versucht, den Tangelschen Bach mit dem Boot zu durchfahren.
was natürlich sehr sportlich war. Wir haben gemerkt, wir sind fast bis Betzendorf dann zu Fuß gegangen. Es war auch nicht sehr, sehr viel Wasser. Hier durchqueren wir also dann den Betzendorfer Bruch, ein Naturschutzgebiet, wo er sehr naturnah fließt. Auch der Hauptbereich, wo wir gegenwärtig eben unsere Meerforellen aussetzen. Genau, genau. Das ist also die Kinderstube da genau. Dort oben. Ne? Ja, also eine sehr schöne Ecke da auch. Und er verlässt dann den Betzendorfer Bruch, tangiert etwas Betzendorf, fließt aber links sozusagen an Betzendorf vorbei. Naja, zum Schluss sieht man schon, dann ist er wieder ein bisschen kanalisiert und es kommen auch schon wieder diese Schilf ist also auch ein Anzeichen, dass das da nicht so hundertprozentig funktioniert. Und da unten links sehen wir dann die Einmündung in die Jeetze. Also hier sieht man es dann so, wenn man durch den Tangelschen Bach fährt und man erreicht dann irgendwann macht dann eine 90-Grad-Kurve und mündet in die Jeetze. Genau, der kommt richtig schön rechtwinklig, kommt der da rein. Ja, das ist der Tangelsche Bach. So, und der ist ja besonders wertvoll, weil er eben wirklich eine ausgesprochen gute Wasserqualität hat. Es ist ein FFH-Gebiet, also auch ziemlich, die Jeetze übrigens auch, also beides FFH. Ich möchte sagen, der hat ein ausgemachtes, spezielles Forellenwasser. Genau. Das, also wie ich schon mal sagte, das schmeckt ganz besonders den Lachsartigen. Genau. Ja. 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 So Fisch trinkt ja, trinken Fische, ja. Ne? Ja. Die nehmen es ja, ja. automatisch die nehmen es automatisch auf. Ne? Ja. Jetzt gucken wir uns mal unsere Leitart an, oben im Tangelschen Bach, die Bachforelle. Da habe ich auch mal bevor wir die Naturaufnahmen sehen, erstmal der Vergleich Bachforelle, Meerforelle. Können Sie vielleicht mal kurz erklären? Ja, ja, also wir haben hier zwei ausgewachsene Männchen, damit man auch die Merkmale gut erkennen kann. Die Bachforelle, die eigentlich hier in der Region typisch ist, hat in der Regel gar nicht so viele Punkte und unterscheidet sich von der Meerforelle insbesondere durch auffällig rote Punkte, die hell umrandet sind, einzelne. Und manchmal auch durchaus noch mit einer, auch ist die Fettflosse sehr fleischrot ausgeprägt. Das ist nachher bei der Meerforelle, verwächst sich das. Und die ausgewachsenen Meerforellen, die haben eher dann ein silbriges Schuppenkleid und nur noch dunkle Punkte, die so kreuzförmig sich ausbilden. Und wenn man dann die beiden nebeneinander sieht, dann sieht man eigentlich auch sehr schön die Unterschiede. Ja, aber man muss ja sagen, es sind keine wirklich sauber getrennten Arten. Ne? Die Leitart ist eigentlich die Meerforelle. Ne? Nein, die eigentliche, also oder was man spricht eigentlich von der Forelle. Mhm. Und die Bachforelle ist die stationäre Form der Forelle, die im Bach verbleibt ihr ganzes Leben lang. Durchaus auch dort eben mal Größen von einem halben Meter oder noch ein paar Zentimeter mehr erreichen kann. Aber eben immer auch diese phänotypischen Merkmale mit dem Punktekleid behält. Und die Meerforelle, das ist die abwandernde Form. Es gibt also immer in jedem Forellenbestand also einen Teil, der abwandert in Richtung Meer, dort dann sich richtig dick und fett frisst, ähnlich wie der Lachs, und dann wieder zurückkommt zum Laichen. Die sind dann aber meistens da deutlich größer dann auch als als die Bachforelle. Und der Distrikt Salzwedel war eben auch in der Historie, die wir eben in den Archiven auch eben dann aufgestöbert haben, immer berühmt für seine Lachsforen. Und die Lachsforen, das waren also die Lachsforellen, die großwüchsigen Forellen, die es also früher hier im Bereich Salzwedel existent waren. Die hat, weil drinnen erscheint der Name Michalke, die hat Michalke immer gefangen. Die gewaltig große Tiere waren das. Und hatten, und wie Sie schon richtig sagten, wahrscheinlich sind die ins Meer gegangen. Denn so ein Rot, also Orangerot, so kräftig, können die nur aus dem Meer mitgebracht haben. Anders gar nicht. Genau, wir gucken uns mal noch ein paar Filmaufnahmen von den Bachforellen. Das ist ja noch so eine Fotografie. Können wir nebenbei noch ein paar Forellenaufnahmen sehen. Es gibt ja auch noch die Seeforelle, ne, die aber nicht wirklich ins Meer wandert, aber auch für uns hier gar nicht. Ist nicht mehr. Nein, das ist eigentlich eher das Phänomen dann in den Voralpengebieten. Hier sieht man sehr schön noch die Farbenpracht von so einer Bachforelle. Übrigens ist eine Seeforelle ein ganz großer Räuber, wird nicht gern gesehen in der Fischerei. Sieht man diese auffällig roten Punkte auf der Seite. Und auch diesen fleischroten Rand in der Fettflosse. Und interessant ist ja, die laichen ja nur zu einer Zeit, wenn es wirklich unwirtlich ist, so Dezember bis Januar rein. Und eigentlich in der dunkelsten Jahreszeit, da haben die nur ihre Laichzeit. Und da ausgerechnet in der Zeit verfärben die sich auch besonders schön. Hier sieht man also mal so eine Forelle während der Laichzeit. Ja, das ist, also die haben sich das zunutze gemacht, dass in dieser Zeit auch die
die Wasserqualität und die Umweltbedingungen eben für sie optimiert sind. Mhm. Also wir haben dort sehr hohe Sauerstoffkonzentrationen im Wasser und da sie ja ihre Eier im Sediment ablegen und dann überdeckt werden durch Kiese, ist es ja wichtig, dass also über die 2-3 Monate Entwicklungszeit der Eier dann auch eine entsprechende Sauerstoffversorgung gewährleistet ist. Mhm. Im Sommer sind diese Schwankungen viel stärker, viel größer, ja, und dadurch auch praktisch für so eine lange Brutzeit gar nicht geeignet. Und das ist der Vorteil für die Winterlaicher, die dann entsprechend dort hohe Sauerstoffkonzentrationen haben. Und dann muss man ja auch berücksichtigen, im Sommer, wie Sie schon sagten, sind ja erhöhte Fäulnisprozesse und so machen sie ja. Und dadurch geht auch gleichzeitig der Sauerstoffgehalt herunter. Mhm. Ja. Gut, dann schauen wir mal die nächste interessante Art, das Bachneunauge, also der auch eine ganz faszinierende Biologie hat. Den finden wir dort oben auch noch. Das Bachneunauge ist ein typischer Vertreter der Forellenregion, kann aber auch durchaus bis in die Eschen, manchmal sogar bis in die Barmregion hinein vorkommen. Man sieht das hier auch sehr schön, sie bauen dann zum Ablegen ihrer Eier eben auch so eine kleine Gruben, wo sie dann in Steinchen entsprechend umschichten, bis sie dann so eine Grube errichtet haben. Ja. Das meistens auch kleine Schulen, die dann da zueinander finden. Man trifft sie meistens im April, Mai an in den Bächen und kann sie dann auch schön beobachten. Mhm. Im Gegensatz zu dem Flussneunauge, was wir vorhin besprochen haben, ist eben das Bachneunauge über lange Zeit seines Lebens als Larve unterwegs, ohne Augen, im Sediment vergraben. Und erst kurz bevor sie ableichen und dann absterben, wandeln sie sich um, kriegen dann Augen. Und in der ganzen Zeit als Larve ernähren sie sich nur von organischen Partikeln, die eben an der Oberfläche eben sich ablagern. Ja, und das wird eben mit durchgekaut und dann mit verarbeitet. Mhm. Ganz völlig unterschiedlich zum Flussneunauge. Obwohl man eben genetisch sagt, dass es eine Art ist. Also auch wieder ganz stationäre Form und die abwandernde Form. Ja, also ganz schwierig. Aber es ist auch verschieden, nicht nur im Tanglischen Bach. Die ist sehr verbreitet oberhalb. Haben wir schon gesehen. Sehen wir auch gleich an den Diagrammen, dass wir die doch weit, weit hin finden, das Bachneunauge. Ne? Selbst in der Pornitz. Ja. So, und jetzt gibt der nächste Fisch, den habe ich letztes Jahr filmen können in der Dumme. Da war ich ganz froh, weil den kenne ich aus meiner Jugendzeit aus Thüringen. Da haben wir den mal gefangen. Die Bachschmerle. Ist eigentlich nur nichts Besonderes so optisch, aber doch auch interessant eigentlich. Ne? Ja, also sie benötigt oder hat als Anspruch durchströmte Bereiche, Pflanzen, kiesige Bereiche. Ist auch ein typischer Vertreter unserer Niederungsforellenregion. Leidet eben genauso wie alle anderen Fließgewässerarten durch massive Ausbausituationen, Unterhaltung, intensive Gewässerunterhaltung. Da sind sie sehr empfindlich, weil sie in den Substratstrukturen mehr oder weniger sich aufhalten. Und wenn dann eben halt alles rausgekratzt wird, dann werden natürlich auch die Bestände eben massiv geschädigt. So, nun kommen wir zu unserer Allerweltsart, den dreistacheligen Stichling, wo ich immer sage, wenn nichts da ist, also wenigstens der da. Das ist natürlich auch ein ganz hübscher hier. Ich habe mal ein paar Aufnahmen gemacht im Gartenteich, wo er also ein Nest gebaut hatte. Und das Männchen versorgt er dann nur alleine. Ne? Genau, was der bewacht das Nest und versorgt das dann auch entsprechend notfalls auch mit Frischwasser. Und dann bewacht er es eben, dass eben auch kein Räuber ran kann. Die Stichlinge sind natürlich auch typische Vertreter, gerade unsere Bäche und kleineren Flüsse. Aber das Weibchen, ne? Das hat aber nichts weiter zu tun mit denen. Nö, das guckt nur vorbei, ob er sich gut kümmert. Ob er alles ordentlich macht, ja. So wie zu Hause auch. Ja. Und Stichlinge, wie gesagt, normal eigentlich. Aber wenn sie dann eben gehäuft vorkommen, genau wie der neunstachelige Stichling, dann zeigt sich bei den Fischkundlern eben auch immer schon, also irgendwas stimmt mit dem Gewässer nicht. Also wir haben dann oftmals wirklich dann zum Schluss, zu allerletzt, haben sie dann einen Graben, wo sie dann nur noch diese beiden Arten oder nur noch den dreistacheligen Stichling haben. Und dann wissen sie also, hier ist wirklich viel, viel faul in diesem Gewässer. Die letzte Aufnahme war eben ein Stichling im Tanglischen Bach, nachts gefilmt. Der saß unter einem zerbrochenen Glas oder einer Flasche, die lag am Grund so halb und war so abgewandt. Und die nehmen die dann auch so gerne an, ne? Also so. Das heißt aber nicht, dass sie hier Flaschen und Gläser in den Bach schmeißen sollen. Da ist leider schon viel zu viel drin. Ja. So, und dann haben wir noch den neunstacheligen. Den konnte ich eigentlich noch nicht nachweisen, aber er scheint da zu sein. Ne? Der ist da. Ist da. Ja. Und dann gucken wir mal, das ist auch wieder eine Aquariumanlage oder Aquariumaufnahme aus Blackhede. Ja.
Also er ist eigentlich noch eher der Vertreter von Fließgewässern als der dreistachelige Stichling. Der dreistachelige, der kommt auch in Gräben vor, da kann es auch mal stehen, das ist kein Problem. Also der neunstachelige ist noch eher so der, mehr so den Fokus auf das Fließgewässer hat. Mhm. Wobei es eben, muss ich dazu sagen, eben beim dreistachligen Stichling auch eine Wanderform gibt, die gerade jetzt in Geesthacht wieder verstärkt eben auch zu beobachten ist. Also ganz spannend, auch dort gibt es also so eine Binnenform und eine Wanderform, die bis ins Meer abwandert. Gut, jetzt gucken wir uns mal noch ein paar Diagramme an, die sind an sich sehr interessant. Und zwar, glaube ich, fangen wir jetzt mit Immekart an, das haben Sie untersuchen lassen im Institut. Ja, nicht nur wir, also das sind jetzt Ergebnisse, die wir bei uns, wir betreiben gleichzeitig das Artenkataster von Sachsen-Anhalt und von Brandenburg. Ja. Und bei uns fließen so die Daten zusammen, die so erhoben werden. Unter anderem natürlich dankenswerterweise auch ganz viele Daten hier vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, die das Monitoring für die Wasserrahmenrichtlinie hier federführend tragen. Und da sind diese Ergebnisse auch mit her. Und da kann man eben sehr schön sehen, ich hatte ja gesagt, diese typische Abfolge vorhin mit der Grafik, dass man eben in den Oberlaufregionen meistens eine artenarme Fischgemeinschaft hat und dann umso mehr man dann flussabwärts geht und das Gewässer größer wird, umso mehr Arten kommen hinzu. Dazu. Das sieht man eigentlich da sehr schön. Vielleicht klicken wir uns nochmal von Immekart aus durch, dass wir mal kurz interpretieren, was das heißt. Jetzt sind wir schon in jedem. Vielleicht noch hier sind wir dann halt noch mal zurück jetzt. Immekart, da sieht man also, die Bachforelle hat ganz ordentliche Bestände, aber wie Sie sehen eben auf der anderen Seite auch schon, also typisch auch Bachschmerle, Bachneunauge ist auch vertreten. Der Gründling kann eben mal da sein. Barsch hatte ich vorhin auch gesagt, der kann auch mal da sein. Aber was auffällig ist, eben der starke Stichlingsbestand und der zeigt schon an, das, was man mit optischem Auge schon beim Überfliegen vorhin gesehen hat, dass eben doch vieles an Strukturen verloren gegangen ist durch den Ausbau, dass eben dort eine Störung vorliegt. Und das indizieren uns diese starken Stichlingsbestände. Den neunstachlichen, hinter Immekart kommt auch Ristedt. Und Ristedt, da fließt die Rita rein, ein ganz kleines Ding. Mhm. Ja. Da finden Sie den neunstachlichen. Mhm. Naja, also der war ja ganz gut vertreten. So, jetzt gucken wir mal jedem. Jedem ist ein Ende weiter abwärts, kurz vor Betzendorf. Sie sehen, also sind die wir weiter oben haben, sind immer noch da, aber es kommen eben andere Arten dazu. Der Gründling wird stärker. Sie haben dann auch schon mal einen Bitterling, weil dann unter Umständen da mal Pflanzenbestände, Muschelbestände da sind oder auch mal irgendwo ein Kolk von der Mühle. Ja. Aber auch hier eben deutlich, eben diese starke Dominanz des dreistachligen Stichlings zeigt eben, dass zwar die Potenziale da sind, ja, für eine Rückentwicklung zu einem klassischen Fließgewässer und einer entsprechenden Gemeinschaft, aber dass dort auch Störungen existieren. Gut, weiter abwärts haben wir dann einen Probepunkt bei Amt Dambeck. Das war also da, wo die Mühle war, mit den hohen Wasserständen. Ja, und da sehen Sie dann auch, dass mittlerweile dann Arten prägnant werden, die eben dann gar nicht mehr so unbedingt Fließgewässer typisch sind. Der Bitterling hat starke Bestände erstaunlicherweise dort. Er profitiert von der Stauhaltung. Plötze und Barsch kommen hinzu. Und der Gründling, der logischerweise dann eben dort Vorteile hat, wenn das Wasser mehr und mehr sich beruhigt und die Sedimente dort eben zum Liegen kommen, als klassischer Sandleicher erwartungsgemäß dann auch dort entsprechend stark vertreten. Interessant ist die Esche, da reden wir noch gleich drüber, weil es ja mal ein Aussetzungs-Ansiedlungsprojekt gab. So, die letzte Station ist Salzwedel in Richtung Landesgrenze. Da haben wir noch mehr. Da erschließt sich das dann natürlich dann auch, dass dann die Arten, die aus dem Unterlauf dann durchaus bis in den Raum Salzwedel dann aufsteigen können und auch hier hin und wieder mal vorkommen. Da treten dann Blei hinzu, der Aaland tritt hinzu, hin und wieder mal der Rapfen schon. Ja, also das sind so Typen und die Güster, die dann typisch sind für eben diesen Bereich, der dann und auch diese tieferen Gewässerabschnitte des Unterlaufs der Jeetze. So, jetzt reden wir mal über die Nahrungstiere. Also es ist ja nichts ohne Nahrung. Die Kette beginnt im Zooplankton im Prinzip oder noch früher, wenn man so will. Bei den Nährstoffen. Bei den Nährstoffen. Was macht das die Grundlagen aus, damit es überhaupt zu einem Individuen- und artenreichen Vorkommen kommen kann im Gewässer? Ja, Sie haben die ganz natürliche Nahrungspyramide in einem Gewässer, die wird eben geprägt. Das geht los bei den Nährstoffen, die eingetragen werden. Die werden durch Einzeller, also erst durch Algen umgebaut, dann durch Einzeller gefressen. Und die wiederum werden dann durch höhere Organismen, wie dann Insektenlarven, Köcherfliegen und so dann wiederum
konsumiert. Und das reicht dann bis hin zu Flohkrebsen, die dann auch Holz, Totholz mit dann zerkleinern und mit Also Totholz aufnehmen. Ist auch wichtig, das da haben Sie auch gesagt, ne? Dass Holz wichtig, im Gewässer ist. Das ist nicht nur Strukturbildner, sondern auch Nahrungsgrundlage für nicht weniger Fischnährtiere, für viele wirbellose Tiere, die dort ihre Lebensphase oder einen Teil ihrer Lebensphase im Gewässer verbringen. Gut. Darum hatte ich mich ja auch damals darüber aufgeregt und immer dagegen opponiert, dass man zum Beispiel die Erlen abgehauen hat, abgeholzt hat, die unmittelbar ihr Wurzelwerk in das jeweilige Flussbett rein hat. Denn das ist erstmal Schutz der Brut, dann eine große Nahrungsquelle. Genau, die Blätter vor allen Dingen. So, und genauso auch habe ich gesagt, unterlass das, lass die Uferhecken stehen. Die müssen bloß beschnitten werden, aber lass die stehen, das ist Futter. Ja, kommen wir noch mal jetzt zu den Gegenspielern. Also das eine haben wir, was die Fische fressen, was sie brauchen, aber es droht den Fischen natürlich auch tierische, biologische Gefahr. Und das sind die Prädatoren. Wir gucken mal uns einen ganz typischen an, wo die Angler auch immer drüber schimpfen. Genau. Was für eine Rolle spielen die wirklich? Das ist der Kormoran. Die Kormorane machen vom Grundsatz her in Fließgewässern, die gut strukturiert sind, relativ wenig Probleme. Also da haben die Fische eben genug Möglichkeiten, sich zu verstecken. Aber in unserer ausgeräumten Kulturlandschaft ist es dann schon so, wenn dann also mal ein harter Winter ist und die Seen und Teiche zufrieren und die Fließgewässer noch offen bleiben, dann ziehen sich natürlich auch die Kormorane in unsere Fließgewässer hinein und dann können sie, weil sie haben dann natürlich auch dort einen entsprechenden Stoffumsatz, den sie gewährleisten müssen, dann können sie durchaus auch Schaden bereiten. Und wenn dann die Fische nicht mehr in der Lage sind, sich zu verstecken, dann sind solche Schäden durchaus eben erheblich. Wir gucken mal jetzt ein Statement von Thomas Koberstein, der ist Naturschutzbeauftragter im Angelsportverein Salzwedel. Und den habe ich mal befragt, was die Angler zur Gewässerstruktur in der Jeetze meinen. Ja, wir Salzwedler Angler schätzen die Gewässerstruktur der Jeetze eher mäßig ein. Die Jeetze hat einen sehr schlammigen Untergrund, was auf eine sehr geringe Selbstreinigung zurückzuführen ist, kaum Dynamik und einen sehr geradlinigen Ausbau. Das heißt also, es fehlen die Strukturelemente und der ehemals mäandrierende Verlauf der Jeetze wurde vor 150 Jahren mal begradigt. Und auch das ist nicht unbedingt förderlich für die Gewässerstruktur. Wir haben von ca. 30 Referenzfischarten 21 hier im Jeetze-Verlauf, die wir finden können. Ich sage mal, sicherlich sind nicht alle aus fischereilicher Sicht interessant für die Angler. Aber aus Sicht der Biodiversität ist es natürlich auch klar, dass wir den Schlammpeitzger, den Gründling, die Ukelei natürlich auch hier sehr gerne in unserem Gewässer wiederfinden. Ein naturferner Charakter, so würde man das bezeichnen, den die Jeetze trägt. Und da ist natürlich genügend Ansatz, genügend Möglichkeiten, dort etwas zu machen. Wir würden ganz gerne den dichten Bewuchs, den der Unterlauf hier nördlich von Salzwedel bzw. An der Grenze zu Niedersachsen aufweist, wieder ein bisschen lichten. Das gut gemeinte Aufforsten an beiden Ufern hat letztendlich dazu geführt, dass wir eine Beschattung auf der gesamten Länge bis an die niedersächsische Landesgrenze haben und demzufolge kaum Möglichkeiten, dass Pflanzen aufwachsen können. Und wir würden vorschlagen, ein Drittel voller Bewuchs, ein Drittel kein Bewuchs und ein Drittel halbschattiger Bewuchs. Das wäre so unser Wunsch, den wir hier für diesen Gewässerverlauf haben. Und was natürlich sehr, sehr wünschenswert wäre, das wäre ein Kiesbett. Ja, wir würden gerne die Jeetze dynamisieren, das heißt also Totholz einbringen, große Kiesel, große Steine einbringen, nicht nur als Unterstände, sondern auch zur Schaffung von Lunken, zur Schaffung von kleinen Unterständen. Und das wären alles Maßnahmen, die perspektivisch in und mit der Jeetze gemacht werden könnten. Also ein riesiges Betätigungsfeld. Man muss da natürlich nur fachlichen Sachverstand paaren mit entsprechender Finanzierung. Und ich denke mal, da haben wir wirklich noch eine Perle, könnten wir eine Perle draus machen, wenn wir es richtig anpacken. So, wir wollen jetzt nochmal sprechen über die Aussetzungsaktion, die Sie gemacht haben, Ansiedlungsaktion der Meeresforelle. Und da hören wir auch nochmal den Herrn Koberstein, weil Sie waren so ein bisschen mit den Initiatoren auch des Programms. Anfang der 2000er Jahre haben wir als Salzwedel Angelsportverein, insbesondere der Sportfreund Norbert Tschenisch und ich, versucht,
die Bachforellenbestände in der Dumme, ich sag mal, aufzustocken. Wir haben dazu Verbindung zu dem Bergener Angelverein aufgenommen. Die hatten eine Brutanlage. Und als wir uns näher damit beschäftigt haben, mit dieser Thematik, ist natürlich auch der Wunsch entstanden, in das Wanderfischprogramm einzusteigen. Wir hatten von den Erfahrungen in der Stepenitz und in der Nute gehört. Wir hatten die Ergebnisse, dass die Gewässerqualität in der Dumme sehr gut ist. Und haben dann sozusagen auch daran gearbeitet, ich sag mal, diesen Wanderfisch wieder bei uns heimisch zu machen. Und sehr viel geholfen hat uns der Landrat Michael Zieche, der 2010 uns gestattet hat, einen Arbeitskreis hier in Salzwedel ins Leben zu rufen, nämlich den Arbeitskreis Jezelachs. Begründet haben wir das aus historischen Unterlagen, aus denen nämlich hervorging, dass bis Anfang des 20. Jahrhunderts im Unterlauf der Jeze ein Fischer Besatzmaßnahmen durchgeführt hat. Und Jezelachs, na, das war eigentlich nur eine Bezeichnung, es war an sich die Meerforelle. Und dann haben wir uns, wie gesagt, intensiv darum bemüht, auch wieder in Zusammenarbeit mit dem Landesangelverband und dem Institut für Binnenfischerei, und haben 2011 das erste Mal Brütlinge zum 100-jährigen Jubiläum unseres Vereins sozusagen einsetzen dürfen. Aufnahme, können Sie vielleicht was sagen? Also, wir sehen jetzt gerade hier Aufnahmen von der Brutstation in Brandenburg im Einzugsgebiet der Stepenitz, wo wir durch die hohe Anzahl von zurückkehrenden Laichfischen mittlerweile auch in der Lage sind, entsprechend Eier zu gewinnen und Jungfische zu erzeugen. Und wir also gerade eben auch für das Wanderfischprogramm in Sachsen-Anhalt zunehmend jetzt auch Fische aus Brandenburg beziehen können schon. Also die sind schon stärker auch an das Elbegebiet geprägt. Und da erhoffen wir uns natürlich auch entsprechend Vorteile, wenn wir jetzt dann weiter hier mit dem Wiederansiedlungsprogramm fortführen, dass wir da auch dann entsprechend ähnlich hohe Zahlen vielleicht dann mal auch hier im Jezegebiet zurückerwarten können. Mhm. Seit 2014 ist es der Fall. Die Fotos, die Sie gezeigt hatten von den Meerforellen, die sind also nicht, das sind keine toten Tiere, sondern die waren betäubt, kurz für das Foto, und die sind hinterher auch alle wieder hier in die Jeze zurückgelangt, damit sie dann entsprechend hier solche niedlichen kleinen Fischchen, wie wir sie eben am Anfang noch oben aus Schleswig-Holstein bezogen haben, eben dann selber auch erzeugen können hier. Mhm. Dass sie das tun, das wissen wir. Wir haben also mittlerweile hier auch schon entsprechend die Gewässer kontrolliert und haben an vielen Stellen im Einzugsgebiet von Jeze und Dumme auch schon entsprechend Laichgruben nachweisen können. Das sind hier nochmal als Information. Wir haben also im Vorfeld dessen, als bevor wir überhaupt angefangen haben zu besetzen, haben wir das Einzugsgebiet entsprechend begangen, haben die Bereiche kartiert, die besonders gut geeignet sind, um dort eben die Jungfische auszusetzen. Man kann die nicht einfach so ins Wasser schmeißen, sondern muss sie wirklich an Strukturen aussetzen, wo sie dann sich verstecken können. Denn sie sind sehr stark eben dazu prädestiniert, sich zu verstecken in Bereichen. Und die Unterstände, die Herr Koberstein genannt hatte, die sind ganz wichtig, gerade für Forellen. Hier sehen wir jetzt mal so eine Laichgrube. Die sind ja recht beachtlich groß im Bereich Beetzendorf. Das können da durchaus Bauwerke sein, die 2-3 Meter Ausdehnung haben. Mhm. Wenn ein Fisch von einem Meter Durchmesser da so eine Grube schlägt, dann ist das schon natürlich dann auch ein merkliches Bauwerk. Ich konnte vorletzte Woche in der Nähe von Beetzendorf konnte ich diese Aufnahmen unter Wasser machen in der Nacht. Wir können nicht sagen, ob Bach- oder Meerforelle, sieht man nicht. Die kann man als Jungfisch gar nicht unterscheiden. Mhm. Also die Unterscheidung, die merken Sie erst dann, wenn die jungen Meerforellen abwandern, dann werden die ähnlich silbern wie der Lachs. Und erst da merken Sie, das ist jetzt hier eine Meerforelle, die abwandert. Sonst im Jugendkleid können Sie das gar nicht unterscheiden. Aber Sie sehen auf der anderen Seite auch diese Bindung, gerade an diese kiesigen Strukturen, die eben essentiell sind, gerade für diese kiesleichenden Arten. Und daher ist es ganz wichtig, dass im Zuge dieser Renaturierungsmaßnahmen, die auch angeschoben werden, gerade im Zuge jetzt des Umweltsofortprogramms, wie auch nachher bei der Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes, dass dort gerade eben diese Rückgewinnung von kiesigen Strukturen ein ganz bedeutendes Element darstellt. Genau. So, wir wollen einmal noch den Spot sehen, auch wieder mit Herrn Koberstein, über die Esche, weil die ist im letzten Jahr hier angesiedelt worden, stand in der Zeitung. Und da hat er was zu erzählen. Ja, vor ein paar Jahren haben sich der Vorsitzende des Angelsportvereins Salzwedel, Norbert Tschenisch, und ich Gedanken gemacht, wie wir die Artenvielfalt im Jeze-Dumme-Fließsystem hier aufwerten können. Wir haben gegenwärtig 20 Fischarten, circa, die bei uns hier vorkommen. Und zur Erhöhung der Biodiversität und der Artenvielfalt
haben wir uns dann überlegt, welche Fischarten hier ehemals heimisch gewesen sind. Und aus Überlieferungen älterer Angler haben wir eben gehört, dass sporadisch immer mal die Esche sowohl in der Dumme als auch in der Jeetze gefangen wurde. Und so kam sie für uns natürlich als Besatzfisch in Frage. Wir haben dann Kontakt über den Landesangelverband Sachsen-Anhalt aufgenommen, um entsprechende Besatzfische zu bekommen. 4 Jahre ist uns das nicht gelungen und im letzten Jahr haben wir dann ein positives Signal aus Hessen erhalten. Und der Fischereibetrieb Rhönforelle hat dann am Nikolaustag 2016 1000 Exemplare hier für den Besatz zur Verfügung gestellt. Die Fische sind bei recht kühlen Temperaturen, 4 Grad, hier bei uns angeliefert worden. Die sind also mit Eispaketen in entsprechenden Behältnissen, also Plastikbeuteln, hier in Spezialtransportern isoliert bei uns hier angeliefert worden. Wir haben für den Besatz die Stammjeetze ausgesucht. Das heißt also das Fließsystem der Jeetze, was die Stadt entsprechend durchquert, weil dort relativ gute Unterstandsmöglichkeiten sind. Die Esche vor dem Fraßdruck des Kormorans geschützt ist, der der Fressfeind Nummer 1 ist. Und die Stammjeetze bietet in der Stadt auch entsprechende Unterstandsmöglichkeiten durch die Brücken. Es gibt viele Steine, große Kiesel, sodass dort, so denken wir jedenfalls, optimale Bedingungen vorhanden sind. Und eins kommt auch noch zum Tragen. Die Stammjeetze ist sozusagen der Übergang zwischen der Niederungsforellenregion in der Jeetze und der Bleiregion, weil eine entsprechende Eschenregion als solches gibt es in der Jeetze nicht. Und was die Überlebenschancen betrifft, so sind wir eigentlich sehr optimistisch, weil wir eine relativ konstante Temperatur haben und auch die Stammjeetze Temperaturen über 16 Grad anbietet, sodass auch die Esche hier Reproduktionsbedingungen bekommt, dass sie sich vermehren kann. Sicherlich werden wir das mit einem Besatz nicht erreichen, weil wir haben ja nur eine Altersstruktur, sodass man den Besatz gegebenenfalls, wenn entsprechende Besatzfische vorhanden sind, wiederholen könnte. Ja, und wir hatten ja gesagt, eine Esche hat schon bis Dambeck hochgefunden. Ne? Also man muss das sehen, man muss das beobachten. Herr Richter war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, aber hat dann doch in der alten Literatur nachgewiesen. Ja, das habe ich. Ich bin falsch informiert worden und da habe ich gesagt, das kann es eigentlich gar nicht sein. Das ist ein für höhere Regionen Fisch und ein sehr standorttreuer Fisch und vor allen Dingen kalte Wassermarker, saubere kalte Wasser. So, und da hat es eine kleine Reiberei gegeben, aber die Sache ist beigelegt worden. Okay, wollen wir nicht weiter drüber reden. Nicht? Ist beigelegt worden. Ich bin ja ein höflicher Mensch und besitze ja Etikette. Ne? Und damit war die Sache erledigt und dann habe ich dort nochmal angerufen. Da habe ich gesagt, ihr könnt so viel Eschen reintun, so viel, wie ihr wollt. Also muss das natürlich jetzt auch begleiten, ne, das Programm. Sollte man machen, auf alle Fälle. Sollte man schauen, wie sich die Bestände jetzt entwickeln. Dass es eben durchaus Möglichkeiten gibt, in den Niederungen auch Eschenbestände zu etablieren, zeigt sich ja, es gibt also wirklich autochthone Eschenbestände in der Lüneburger Heide, die sich also auch von der ganzen Genese her nicht groß unterscheidet von der Altmark. Und wenn dort, warum nicht auch hier? Ja, also gerade bei der Esche wissen wir eben vieles nicht mehr, weil die eben sehr frühzeitig eben auch gelitten hat durch die Eingriffe des Menschen in die Flüsse und Bäche. Und gerade die Wehre, die eben diese Wanderung zu den Laichplätzen eben erschweren, da ist sie sehr, sehr empfindlich. Und da hoffen wir, dass wir mit Wanderhilfen da eben in der Perspektive vieles gewinnen können. Genau, die Fischaufstiege kommen noch. Thema Gülle. Nährstoffeintrag. Wir leben ja nur in einer Zeit in sehr industrieller Landwirtschaft. Ist das ein Problem, der Nährstoffeintrag momentan in der Jeetze? Also grundsätzlich ist es sicherlich ein Problem, insbesondere dann, wenn man dann ein Gewässer hat, was also in seiner biologischen Selbstreinigungskraft eben praktisch degradiert ist, weil eben die biologischen Oberflächen, die eigentlich normalerweise ein natürliches Fließgewässer hat, Steine, Totholz, von denen wir schon gesprochen haben, Kiese, ist ja eine riesig große biologische Oberfläche, wo sich Bakterien ansiedeln können, die Nährstoffe umsetzen können wiederum. Ist in so einem ausgebauten Gewässer, dann sind diese Kapazitäten nicht mehr da. Und wenn dann Nährstoffe reinkommen und nicht mehr umgebaut werden, dann haben wir genau diesen Effekt, dass wir dann Trübungen hineinbekommen ins Gewässer, dass dann eben auch die Sauerstoffverhältnisse sich verschlechtern. Und daher ist es also ganz wichtig, dass unsere natürlichen Bäche und Flüsse entsprechende
Randbereiche erhalten, solche sogenannte Gewässerrandstreifen, die also diesen direkten Einfluss von solchen Gülleausbringungen eben dann nicht, also abschirmen, abpuffern können. Und natürlich, das sind eben wieder diese Maßnahmen Restrukturierung, dass man also auch das Gewässer eben da die Kapazitäten wieder erhöht, damit umzugehen. Gut. Ja. Das andere Schlagwort, was man immer wieder hört, ist die Durchgängigkeit. Und wir gucken uns jetzt mal so ein paar Beispiele eines Fischaufstieges an, technischer Natur. Und da sind Sie ja eigentlich auch so ein bisschen Spezialist drüber, ne? weil Sie sich da intensiv mit beschäftigen. So, das erste ist ein natürlicher, den ich mal in Schleswig-Holstein gesehen habe. Ja, sehr nachempfunden hier, praktisch ein stark meandrierendes Fließgewässer. Durchaus also eine Lösung, gerade wenn man also dann eben räumlich dort sehr begrenzt ist, dass man also dann sehr stark meandrierend solch ein Gewässer nachempfindet. Man muss da schauen, wie dann die Wasserverteilungen sind, ob das dann noch funktioniert mit Auffindbarkeit. Aber so wie es dort strukturiert war, denke ich mal, hat das auch sehr gut, wurde es sicherlich sehr gut angenommen von der Fischfauna. Ja, sah auch optisch toll aus. Also könnte man sich wünschen, dass sowas hier in der Jetze hier und da installiert wird. Und dann gibt es natürlich die technischen Varianten, da sehen wir auch mal Beispiele. Ja, das sind jetzt hier halbtechnische Varianten, wo also auch mit Steinen und Kiesen dieser Gefällesprung abgebaut wird. Gibt dann auch die Möglichkeit, richtig mit Betonwänden zu arbeiten, aber soll nicht unbedingt jetzt prädestiniert werden. Aber es gibt eben Möglichkeiten, mit Wehranlagen Fischaufstiege zu schaffen, wo die Fische eben räumlich nah eben auch den Weg ins Oberwasser finden. Mhm. Und zum anderen gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, Querbauwerke, Wehranlagen eben direkt, hier nochmal ein zweites Beispiel, wo man ja sieht, ne, dass also wenn eben das Wehr gesetzt ist, dass eben dann bis zu mir wissen gerade eben der Fischweg eben auch genutzt werden kann, und wenn das Wehr aufgezogen wird bei höheren Abflüssen, dann ist ja die freie Passage eben solches Standortes möglich. Und die andere Variante, die wir natürlich gerade aus fischkundlicher Sicht eben immer wieder gerade in unseren Niederungsgewässern versuchen so ein bisschen zu propagieren, das sind Lösungen, die wir in der Dosse, im Dosse-System schon erfolgreich getestet haben. Da sind seit 13 Jahren solche Anlagen errichtet und entsprechend als langgestreckte Sohlgleiten installiert, die zum einen den Wasserstand halten in der Landschaft für die landwirtschaftliche Nutzung, zum anderen aber eben auch so gestaltet sind, dass sie hochwasserneutral sind, dass also ein Hochwasser genauso abgeführt werden kann. Und gleichzeitig, und das ist das Gute an diesen Systemen, an diesen Anlagen, gleichzeitig als Laichareale für kiesleichende Arten genutzt werden können. Da sind dort an der Dosse wirklich, da kommen die Eschen hin, da kommen die Bachforellen hin, da kommen die Bachneunaugen hin. Alle, die Kies benötigen zum Ableichen, treffen sich dort zur bestimmten Jahreszeit und nutzen diese Bereiche hervorragend. Ja. Ja, uns betrifft es natürlich jetzt immer noch an den alten Mühlen. Wir sehen mal hier jetzt als nächstes die Kuhfelder Mühle. Da haben wir jetzt das Problem, dass die umschlagen werden soll. Da gibt es jetzt momentan noch eine Planungsphase. Also wir können noch nicht sagen, wie es wirklich aussieht. Aber man sieht das hier von oben nochmal, die Mühle und der Umleiter soll also so eine Art Umgehungsgerinne bekommen. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit des Fischaufstieges. Die Mühle selber ist eigentlich noch gut passierbar, zumindest für die sportlichen Fische, würde ich mal so sagen. Also Forelle macht das gar nichts. Nach Aussage des Mühlenbetreibers ist auch Aal, wie er noch vorkam, da sogar durchgekommen und Plötzen. Man sieht, das ist also kein starkes Gefälle hier, wie vielleicht an der Dambecker Mühle. Jetzt versucht man eine Variante, diesen Lauf aufzuteilen in nochmal ein Gerinne. Das wäre natürlich ein Drittelung des Wassers der Jetze, und da wird es schon ein bisschen bedenklich, weil das meiste Fischleben spielt sich jetzt hier in diesem Kolk ab, den wir hier gerade sehen. Da ist wohl sehr stark Pitterling, Plötze, wahrscheinlich auch noch andere Begleitarten drin. Und wenn ich dann natürlich jetzt den Zufluss halbiere, der von der Mühle runterkommt, habe ich vielleicht an einer Stelle irgendwas gekonnt, aber an einer anderen Stelle wieder was kaputt gemacht. Ne? Und das muss genau abgewogen werden. Und deswegen wollen wir sehen, dass wir uns da, dass wir dann eine Optimalvariante finden für alle. Genau. Ne? Ja, so, und dann kommen wir zum Schluss noch zum Tangelschen Bach. Das ist so ein persönliches Anliegen von mir, weil ich da eigentlich in diesem Jahr versuche, dort eine Renaturierung im Gange zu schieben. Dieses Stück, was wir eben im Luftbild gesehen haben, also 800 Meter kanalisiert in so einem hochbrisanten, wertvollen FFH-Gewässer. Früher mal mit Edelkrebs und wie gesagt Bach Neuenauge und Bach
Bachen und Auenbachforelle. Hier sehen wir auch mal eine Störstelle, die zufällig entstanden ist, die man sicherlich im Zuge der Unterhaltung wieder beseitigen würde. Aber es sind ja genau die so eine Stellen, die das Gewässer eigentlich braucht. Verjüngung, wo wir Strömungsgeschwindigkeiten erreichen. Und jetzt gucken wir uns mal den Tangischen Bach in dieser kritischen Phase an. Der ist kanalisiert, schon lange kanalisiert, wird also von der vom Unterhaltungsverband wie ein Meliorationsgraben behandelt und wird einmal im Jahr gemäht und dann sieht er so aus. Und das ist eigentlich für so ein Gewässer, naja, unwürdig, wenn man so will. Und ich habe versucht, dort eine Renaturierung anzuschieben mit dem Ziel, es vielleicht so aussehen zu lassen wie in einem Stück weiter oberhalb, wo also auch mal Schotter reinkam. Wir brauchen eigentlich nur Holz und Steine reinschmeißen, mal vereinfacht gesagt. Und schon haben wir mehr Struktur da drin. Es gibt also ganz einfache Mittel. Aber die Genehmigungsverfahren sind natürlich sehr kompliziert. Sie brauchen eine wasserrechtliche Genehmigung, Sie brauchen eine Planung und Sie brauchen Geld. Ne? Und am Letzteren hat es dann letztendlich für dieses Jahr gehapert. Aber ich bin da optimistisch, dass wir was hinkriegen und vielleicht nicht nur dort, sondern eben auch für die Jeetze und na, auch vielleicht für andere Zuflüsse, Dumme etc. Es gibt da unheimlich Bedarf. Matthäus Müller, mach es möglich. Ja. Mach es möglich, ja. Und was bedeuten für Sie jetzt Fische so allgemein? Ist als Tiergruppe, Beziehung Mensch-Tier? Naja, also Sie können sich ja vorstellen, wenn ich Fischer gelernt habe und mein ganzes Berufsleben eigentlich den Fischen gewidmet habe, dass sie mir natürlich auch am Herzen liegen. Nicht nur als ein wesentliches Element unserer Natur und unserer Gewässer, sondern eben durchaus auch als Nahrungsmittel. Ja, also man soll es nicht verkennen. Letztendlich auch das, was die Angler jetzt mit dem Wiederansiedlungsprojekt mit der Meerforelle eben praktizieren, hat ja eben irgendwo auch schon den Hintergrund, dass ein Angler irgendwann sich mal wieder herstellen möchte an die Jeetze, um meine Meerforelle zu angeln, um sie dann auch mal zu essen. Ja, also das sollte man eben immer auch im Hinterkopf behalten. Und gerade Fisch ist ja ein sehr wertvoller und hochwertiges Lebensmittel. Und man sollte das also immer wieder auch im Hinterkopf behalten. Es gibt ja auch so den Spruch, was man nützt, das schützt man oder so ähnlich. Genau, so ist es, ne? Also, das ist ja auch der Spruch. Vor allen Dingen haben Sie eine immer wieder auch eine sehr interessante Ökologie letztendlich. Ja, jede einzelne Fischart für sich ist spannend. Ja, wenn man eben sich mit Leuten näher mit befasst, ja, die Gruppe hatten wir vorhin, ja, wenn die dann ihr Gelege irgendwo unter der Decke klebt und dann dort bewacht und aufpasst. Ja, also hochinteressant. Ja, hochinteressant, ja, das mal zu beobachten. Leider Gottes ist es oft so, dass eben so die Blickweise und die Sichtweise des Menschen irgendwo immer an der Wasseroberfläche aufhört, weil er sich zum einen kann er nur, wenn er mal mit Schnorchel und Taucherbrille runtergeht, dann überhaupt erstmal wahrnehmen, was dort unten drunter passiert. Und da er keine Kiemen hat, ist er eben halt irgendwie dann auch immer ein bisschen gehandicapt. Aber es ist schon spannend, was eigentlich unter der Wasseroberfläche passiert. Und es wird eben oftmals eben vergessen, was man eigentlich anrichtet, wenn man eben praktisch mit den Gewässern umgeht, wie es in den letzten Jahrzehnten eben der Fall war. Ja, sind wir am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen herzlich für das interessante Gespräch. Mein Tipp wäre jetzt gewesen, besorgen Sie sich mal eine Taucherbrille und schauen Sie mal in diesen anderen Lebensraum. Ich danke erstmal allen, die mitgewirkt haben an der Sendung, vor allen Dingen an den Leuten hier vom offenen Kanal, die hinter der Kamera und hinter dem Regiepult mitgewirkt haben. Ich möchte wieder wie immer auf die nächste Sendung hinweisen. Die wird im Januar stattfinden. Am 19. Januar um 19 Uhr voraussichtlich. Diesmal geht es um die Käfer, um die FFH-Leitarten, die also hier in der Altmark zu finden sind. Könnte auch wieder recht interessant werden. Dabei wird diesmal sein Dr. Per Schnitter vom Landesamt für Umweltschutz, ein ausgemachter Entomologe. Ja, und das war's. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.